Ja, und wieder wird euch dieses kleine Lehrvideo präsentiert von der Technischen Akademie Bendig. Und bei Bedarf schaut ihr einfach mal auf die Homepage. Dort werdet ihr über die wichtigsten Dinge informiert. Ja, genau. So, also ich denke mal, mit dem Einloggen und so war es ja auch nicht so problematisch. Nee, das ging alles nicht. Okay, also in dieser Aufgabenstellung geht es eben darum, dass irgendwie ein Rohr oder besser gesagt so eine Masse da irgendwie dann entsprechend benutzt werden soll, die da angehoben werden soll. Und ich versuche das mal immer so ein bisschen zu zeigen. Vielleicht geht das ja auch so hier mit meinem roten Button. Kommt er darüber eigentlich? Ja, ich bin sicher. Okay, auf meinem Bildschirm ist er jetzt weg, weil das ist alles zu klein. Also hier vorne haben wir irgendwo so eine Masse, die da eingebaut ist an zwei, naja, wenn man so will, Seilstücken irgendwie. Die Geometrie, die ist hier so mit 1200 und 3200 mm angegeben. Naja, und wir haben hier quasi dann schon, wenn man so will, die Masse gleich ausgerechnet mit 2000 Newton pro Millimeter, 2000 Newton sozusagen vorliegen. Ja, und die Frage in dem ganzen Gebilde wäre jetzt zum Beispiel, wie stark ist die Zugkraft in dem Seil? Aber wenn man jetzt so ganz ehrlich ist, dann interessiert mich meistens gar nicht die Zugkraft, weil die Zugkraft ist immer relativ. Mich interessiert meistens ja die innere mechanische Beanspruchung. Das wäre ja zum Beispiel die, naja, wie heißt das Ding denn noch? Die Zugspannung, die in dem Seil dann irgendwie vorliegt. Aber die ist hier nun Gott sei Dank gar nicht gefragt. Wie wollen wir vorgehen? Also ich mache mal so einen kleinen Tipp, damit man mal so sieht, okay, wie gehe ich an diese ganze Geschichte ran? Das Erste, was ich also mache, ist immer, dass ich irgendwie diese Skizze mir nochmal so aufzeichne. Und dann auch mal so überlege, wie da eigentlich was im Grunde genommen so vorherrscht. Ne? Also, ich versuche das mal hinzuschreiben, als Test sozusagen, dass Sie sehen können, was wir hier gerade so machen. Aufgabe 4. Und das wäre aus der Basisqualifikation. Basisquali von 11, 20, 14. Ne? So, und das Datum ist heute der 9.9.14. Naja, ich schreibe mir das immer so ein bisschen auf, damit ich weiß, was ich so gemacht habe, ne? Ja, So, und ja, also Skizze heißt im Grunde genommen eigentlich das, was wir hier so gesehen haben, nochmal nur ein bisschen, ich sag mal, vielleicht ein bisschen größer zeichnen. Und das wäre auch so mein Tipp an Sie. Also ich vereinfache die Sachen immer. Ich werde also ein Seil. Es muss ja gar nicht jetzt alles maßstabsgetreu sein, aber so ein bisschen irgendwie in den entsprechenden Dimensionen, sich das mal hier so hinzumalen. Da hat ja. man ja im Grunde genommen schon so ein bisschen das Gefühl, naja, da hängt jetzt was dran und ob man das nun präzise dann mit so einem Schäkel und was weiß ich alles macht, das sei mal dahingestellt. Aber da wäre jetzt gewissermaßen sozusagen hier der Balken oder das Rohr. Und in der Mitte von dem Rohr wirkt ja die Gewichtskraft. Also genau an dieser Stelle, wenn man so will. Ja? Ja. Und das mit der Farbe und so weiter, das kommt alles ganz gut an. Das kommt alles über an. Perfekt. Also ich meine, ich weiß, ich sehe auch, dass es nicht so ganz genau ausgerichtet ist, aber das klappt bei mir hier wegen meinen zwei Kameras noch nicht so ganz super. So, also wir haben hier die Gewichtskraft FG. Und die sei, wie viel, was hat er gesagt? 2000, ne? FG ist 2000 Newton hier. Genau. So, und manchmal ist es einfach so, dass die dann sagen, oh, das Rohr wiegt zum Beispiel 200 Kilogramm. Dann will ich natürlich auch, wenn wir solche Aufgaben durchrechnen, immer so ein bisschen wiederholen, was wir da machen. Ja. Zum Beispiel weiß ich natürlich, wenn ich die Gewichtskraft zu berechnen hätte, dann ist die Formel dafür, wie heißen die? FG ist gleich Ja, ich frage mal so blöd, also das mache ich N mal jetzt auch, G. wenn das ist also die Masse Ja, mal N die mal G, ne? Erdbeschleunigung, ne? Genau. Genau. Und also als Tipp, wenn er jetzt zum Beispiel gestanden hätte, die Masse sei 200 Kilogramm schwer Ja. gewesen oder was auch immer, dann rechne ich normalerweise in den Übungsaufgaben immer mit 9,81, aber ich runde immer auf 10 auf. In den Prüfungen arbeiten Sie einfach immer mit 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Naja, und dann kriegt man eben immer so was Blödes dabei raus, was nicht so schön gerade ist, aber naja, vielleicht ist denn der Prüfer da ja irgendwie auch befriedigt, was weiß ich. So, bis hierhin habe ich verstanden. Und eins habe ich noch verstanden.
damit im Grunde diese Masse hier jetzt nicht runterfällt, muss hier oben ja am Ende doch auch am Lasthaken praktisch die gleiche Gewichtskraft vorherrschen, oder? Eigentlich, ja, doch. Ja. Ne, da so stelle ich mir das immer vor, wenn das jetzt hier irgendwie nur eine Stange gewesen wäre, also ein Stab, dann ist es eigentlich klar, dann muss an dem Stabende hier gezogen werden und an dem Stabende da, aber die Kräfte verhalten sich im Grunde genommen jetzt hier praktisch wie in diesem geometrischen Dreieck. Ja, und nun weiß ich immer nicht so genau, wie soll ich jetzt weiter vorgehen. Haben Sie eine Idee? Ja, da der FG in der Mitte liegt, genau da, wo der Winkel drin ist, der Schlicht, dann würde ich ja die Hälfte von 3200 nehmen. Erstmal. Ja, also ich schreibe mir das mal so ein bisschen mit. Das heißt also, wir würden hier jetzt diese halbe Länge nehmen erstmal. Genau. Also welche auch immer, ist ja egal, weil das ja symmetrisch ist. Und das wären dann wie viel? Ja, 1600, ne? 1600 Millimeter, so. Und die genau. Höhe hier? Die Höhe bleibt ja bei 1200. Das ist unbenommen 1200 Millimeter. Kann ich mir denn jetzt damit zum Beispiel den Winkel Alpha ausrechnen? Den können wir ausrechnen, ja. Gut, dann machen wir das mal. Wie geht das? Also sag mal, also vielleicht liegt das. Ich würde mit dem Pythagoras. Nee. Also mache ich immer so eine kleine Hilfsskizze. Also von dem Dreieck weiß ich eigentlich im Grunde genommen nur, wie hoch es ist, das heißt die Länge. Ja. Und ich weiß, wie lang dieser untere Schenkel ist. Mehr weiß ich nicht. Und dieses hier wäre ja eigentlich die Hypotenuse, wenn man so will. Ne? Stimmt das? Ja. So. Und jetzt mal, und das wäre so mein wie heißt so ein Dreieck noch, wenn wir so eins malen? Da ist ja hier ein rechter Winkel. Genau. Das Ding, das heißt rechtwinkliges Dreieck. Ich mache mal dieses Winkel, damit ich nicht so viel schreiben muss, ne? Dreieck. So, ein rechtwinkliges Dreieck. Und da weiß ich Folgendes. Und da versuche ich immer so meine Eselsbrücken loszuwerden, weil wenn ich dann so aufgeregt bin, dann brauche ich irgendwie, ich sag mal, so eine idiotensichere Überlegung. Und das heißt, wenn das 90 Grad sind, dann liegt dem Winkel gegenüber immer die längste Seite und die nenne ich dann C. C. Einverstanden? Ja, bin ich auch. So, und genau so hast du das auch gelernt, ne? Ja, genau. So, und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt schreibe ich den Winkel Alpha hier vorne hin. Und dann weiß ich automatisch, dem Winkel Alpha gegenüber liegt die Seitenlänge A. Okay? Ja, ist okay. Also, was habe ich für Probleme, um jetzt hier das B noch hinzuschreiben, ne? Einverstanden? A, B, C sind die Seitenlängen. Naja, und dann habe ich in meinem kleinen Kopf hinterlegt, und das sind die Winkelfunktionen, ne? So, und die Winkelfunktionen, ich hätte fast gesagt, die sind auf meine Haut tätowiert. Ganz so ist es natürlich nicht. Haben Sie die vollständig im Kopf? Nee, nicht. So, das ist nämlich der Moment, ich habe sie im Kopf, weil ich sie ja eigentlich jeden Tag irgendwie brauche, ne? Aber dann würde ich folgenden Vorschlag machen, weil das ist etwas, was Sie auch trainieren müssen für die Prüfung. Sie haben ja dieses kleine Formelbuch, ne? Ja, genau. So, und da müssten Sie mal versuchen, das rauszufinden. Wo, auf welcher Seite steht das? Und ich habe jetzt hier dummerweise das nicht aufgeschlagen, aber ich habe das, glaube ich, vielleicht irgendwo als PDF-File. Ja, ich habe das hier gerade aufgeschlagen. Okay, dann muss ich da nichts tun? Nee. Mhm. Wir haben jetzt ja nur Kurven und Alpha. Ja. Ankathete durch Hypotenuse. Genau, also fangen wir mal vorne an. Und das ist etwas, was ich jetzt natürlich alles so blöde finde, weil da steht ja dann immer Ankathete durch Hypotenuse und so weiter, ne? Ja. Das finde ich dann immer nicht so schlau. Da würde ich dann im Prinzip erstmal gucken. Also, na gut, also dieses hier ist jetzt was? Das ist die Hypotenuse, ne? Genau, ja, Hypotenuse. Also da schreibe ich einfach Hyp. Und dann weiß ich immer im Prinzip, das ist, wenn der Winkel hier liegt, dann muss das gegen sein, ne? Genau, gegen Kathete. Gegen. Und dann muss das hier unten?
Die Anker-Tete. Anker-Tete. Ich schreibe das immer nicht so hin, ne? Weil im Prinzip ist das, weil dem Winkel anliegt. So, und ich arbeite eigentlich am liebsten immer mit diesen Buchstaben. Das ist für mich immer einfacher. Und dann hast du eben gesagt, und ich schreibe mal so die Reihenfolge auf, wie ich sie auswendig gelernt habe. Weil das ist immer ganz schön, Ja. denn, weil das ist, da ist auch so eine Logik drin. Ich fange immer mit dem Tangens an. Tangens Alpha ist A durch B. Dann habe ich den Sinus Alpha. Und das ist nichts anderes als A durch C. Und wenn man so will, könnte sagen, Ja. okay, also das, was da oben steht und das noch nicht hatte, kommt dahin. Das sind so meine Eselsbrücken, aber die müssen ja auch nicht immer so richtig schlau sein, ne? So, Ja. dann bleibt über der Cosinus Alpha. Und das ist eigentlich das, was da unten steht, geteilt durch das, was da unten steht. Also B durch C. Gesagt haben Sie das ja auch. War ja auch alles richtig soweit. So, und jetzt Ja. habe ich also sozusagen die ganzen Daten sozusagen soweit fertig. Was brauche ich noch? Ja, jetzt einsetzen, oder? Jetzt müsste ich eigentlich im Grunde genommen gucken, welches ist sozusagen die Winkelfunktion, die hier irgendwie zu dem, was ich also kenne, passt. Und so mache ich das dann auch. Dann nehme ich mir Also, meistens immer irgendwie wäre einen dann der Grünstift. Tangent. Genau. Und jetzt sage ich also, das B kenne ich, ne? Ja. Ist 1600. Das A kenne ich auch. Das heißt also, ich suche eine Winkelfunktion, wo A und B drin steht. Naja, und das ist in diesem Fall ja nicht ganz schwer. Dann nehme ich also den Tangens Alpha. Und diesen Genau. Suchalgorithmus, den ich hier so langsam hinschreibe, den habe ich natürlich voll im Kopf und schreibe das nicht hin, wenn ich es denn brauche, ne? Also Ja. Lösung wäre also Tangens Alpha wäre dann A sind 1200 geteilt durch 1600. Naja, und dann kriegt man da einen Wert raus und ich habe irgendwo auch mal einen Taschenrechner gehabt hier. Also wenn Sie meine alte Maschine sehen, also bitte nicht lachen, ja? Ja. Ja, der hat schon antiquarischen Wert hier. Das wäre also 12 geteilt durch 16 sind 0,75. Genau, habe ich auch. Und dann schreibe ich immer so hin, daraus folgt, weil jetzt muss ich ja diesen Invers oder den Second-Winkel nehmen, das wäre Alpha gleich Invers 2n Tangens. Das sind bei mir 36, Moment. 8,7 Grad. Ich gucke jetzt nicht in die Lösung. Ich hätte die jetzt auch neben mir vorliegen, aber ich finde es immer schön, wenn man das gemeinsam so rechnet, oder? Ja, ist auch besser, ja. 36,86, ne? Jo, 8, 8, 6, 9. Runde ich Ja, einfach auf habe ich auch. 8, 7 auf, ne? Ja, habe ich auch. So, also auf zwei Stellen hinterm Komma, ne? Schreibe ich mal immerhin so ungefähr zwei Stellen. Und dann sage ich immer, es müssen richtige Zahlen sein. Richtige Zahlen, das meine ich natürlich nicht 0 oder sowas, ne? Ja. Da will ich dann immer schon auch die richtigen Zahlen haben. Ja, jetzt weiß ich also im Grunde genommen, toll, da habe ich jetzt den Winkel. Vielleicht kriege ich da schon ein paar Punkte drauf, aber so richtig klasse ist die Aufgabe hier noch nicht gelöst, weil eigentlich suche ich ja die Kraft, die hier irgendwie im Seil ist. Oder in dem Tau oder die Seilkraft, ne? Also Ja. irgendwie weiß ich das nur und jetzt muss ich noch mal so ein bisschen in die Kräfte reingehen. Also eigentlich ist es doch so, und das ist ein Trick, den mache ich immer gerne. Ich hätte fast gesagt, wenn ich das hier mit dem, wenn ich hier oben an dieser Stelle mit der Ja. Schere aufschneiden würde, ja, dann könnte ich mit beiden Fingern die Schnüre nehmen und nach oben halten. Ist das richtig? Ja, Also rein kann takt, man machen, ja. also meine Vorstellung bringt das. Also ich schneide hier auf. Ja. Links und rechts und dann zeigen alle beiden Schnüre senkrecht nach oben. Ja, genau. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ein Trick, den nennen wir Freischneiden. Und das mache ich immer ganz gerne, wenn ich eigentlich nicht mal so richtig weiter weiß. Das heißt also, eigentlich kann ich sagen, alles klar. Im Grunde genommen müssen diese beiden Kräfte jetzt genauso groß sein wie die Kraft, die sozusagen hier nach unten zieht. Also ich nenne die einfach mal, was weiß ich, F
Von mir aus FY, weil man die dann ja praktisch in FY hat. Einverstanden? Also da gibt Ja. es keine Bezeichnung so richtig dafür, die man da nehmen kann. Darum schreibe ich da irgendwas hin und sage, das ist also eine gedachte Kraft FY, ne? Ja, okay. So, und das Schöne an diesem Freischneiden ist, also im Grunde würden meine Seile da jetzt sozusagen weiter nach oben gehen. Also die könnte ich doch schon mal ausrechnen, oder? Ja. Weil, und jetzt fange ich an, wo ich so eine Gleichgewichtsbedingung machen muss. Und die Gleichgewichtsbedingung heißt, diese Kraft und diese Kraft sind genauso groß wie FG. Weil wenn die beide nach oben drücken, dann, ne, kann der da unten nicht Ja. weg und damit reden wir über Statik. Also die Gleichgewichtsbedingung. Gleichgewichtsbedingung wäre jetzt erstmal FG ist nichts anderes als, ja, wenn man so will, FY plus FY, ne? Ja. Sind bei mir 2FY, richtig? Und das ist immer Ja, so okay. scheiß, das ist so die scheiß Ja. Mathematik, wo man dann immer sehen muss, okay, also Kraft ist genauso groß, weil sie auch gleich so, weil sie ja gleich heißen. Weil der Abstand natürlich hier genau in der Mitte ist, ne? Wenn das Ding jetzt irgendwo in Ja. einer Richtung verschoben wäre, stimmt das natürlich nicht mehr. Das stimmt nur, weil genau in der Mitte die Schwerkraft sozusagen angreift. Okay? Ja. So. Dann kann ich doch daraus das FY, warte mal, das FY bestimmen, oder? Ja, können wir machen, ja. Aus dieser und dieser gleich kann man sagen, okay, daraus folgt FY und FY ist dann nichts anderes, na, die 2 muss auf die andere Seite, also teilen wir den ganzen Krempel und dann steht da FG halbe. Stimmt das? Und FG halbe sind bei mir wie viel? 1000. 1000 Newton. Das kann ich auch im Kopf sagen immer, ne? So. Bis hierhin war das gar nicht so einfach, ne? Ja, ist ein bisschen anders. Ja, das ist immer so ein bisschen problematisch. Also heute rechne ich Ihnen das so vor. Normalerweise würde ich sagen, pass mal auf, wir nehmen uns mal 3 Aufgaben zum Beispiel für so eine Übungsstunde raus. Ja. Ich würde sie dir einfach geben und sagen, guck dir die mal bitte an oder du suchst dir selber raus und sagst, die würde ich gerne mal rechnen. Und dann wäre ja so der Arbeitsauftrag erstmal, versuch's mal halt alleine. So. Ja, Und genau. dann müsstest du mir vielleicht dann per Mail deine Lösung dazu schicken oder keine Ahnung oder was weiß ich. Du hast ja auch eine, ich weiß nicht, ob sie eine Kamera dran haben da. Also, Ja. aber die lass das mal aus, weil ich sag mal, unsere Gesichter sind gar nicht so furchtbar wichtig, weil ich finde, hier geht's um das, was wir hier so machen, weißt du? Ja. Also da ist bei mir immer so ein bisschen Umbauarbeiten dann notwendig und das nervt dann halt so ein bisschen. Aber ich hätte fast gesagt, vielleicht kann man ja auch mal so ein Bild einblenden, damit man weiß, ah, so sieht der Kerl aus. Also im Internet findest du mich ja da mit meiner doppelten Sonnenbrille. Da bin ich ja nun nicht ganz unbekannt so. Also das wäre so für so eine richtige Übungsstunde für uns zum Beispiel so eine Vorgabe. Ich gebe dir wir suchen uns die Aufgaben raus oder du suchst dir selber ein paar Aufgaben raus, rechnest die vor und sagst, Ja. komm, die lassen uns mal jetzt da, was leicht fällt, müssen wir nicht kontrollieren. Aber das, was so ein bisschen tricky ist, das finde ich, das können wir dann hier ja mal so ein bisschen uns dann angucken. Ja, wollen wir Ja. weitermachen? Ja, klar. Okay, dann schauen wir, dann kommt jetzt der nächste Punkt, wo ich sag mal, die Überlegung weitergeht. Weil nämlich, was ist denn, was genau weiß ich denn? Und jetzt müssen wir uns nämlich die Kräfte ja überlegen und sagen, also ich habe mir eben überlegt, hier zieht jetzt die Kraft alleine hoch. Aber mich interessiert ja eigentlich die Seilkraft hier. Und ich kann, und da komme ich immer so im Kopf ganz komisch durcheinander. Ich weiß immer nicht, wie ich das zeichnen soll. Also hier oben kann ich sagen, naja, an dem Punkt, damit der Kranhaken nach unten weggezogen wird, muss ja auch hier irgendwie eine Kraft in der Richtung wirken, oder? So, aber das ist ja keine Seilkraft eigentlich richtig, ne, oder? Eigentlich muss ich ja hier dran ziehen, damit das nicht runterfällt. Stimmt das?
Ja, also wenn man jetzt überlegt, ich würde es hier durchschneiden oder so, dann müsste ich ja eigentlich mit meiner Hand genau an diesem Punkt angreifen und nach oben ziehen in der Richtung. Genau. Das heißt also, ich weiß genau, dass es eine Kraft gibt, die sozusagen hier in der Richtung nach oben laufen muss. Diese Kraft hier, die zieht ja gewissermaßen an diesem Haken hier. Und die zieht natürlich logischerweise auch hier unten an diesem Haken. Und jetzt habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Jetzt muss ich nur noch mal so ein bisschen überlegen und sagen, alles klar. Das ist die eigentliche Seilkraft FS. Und das ist sie natürlich auch. Aber wie komme ich jetzt von dieser blöden Kraft auf diese hier? So, und da weiß ich immer, also im wahren Leben ist ja nur die Seilkraft am Wirken. Dann wird diese Seilkraft natürlich auch eine Kraft erzeugen, wenn das hier ein Strohhalm wäre, ne? Dann würde der den Strohhalm einfach zusammenknicken hier, ne? Ja, klar. Weil das ist, der würde durchhängen und dann würde der ganze Mist so zusammengedrückt werden. Also ich will damit sagen, es gibt also auch eine Kraft hier, die dann als Druckkraft wirksam ist. Und jetzt kannst du vielleicht so ein bisschen besser erkennen, was ich meine. Das ist die Druckkraft, die in diesem Bauteil herrscht. Also FD, wenn man so will, die Druckkraft in dem Rohr oder in dem Bauteil. Das war die Seilkraft und das hier war die Kraft, die nach oben zieht. Und jetzt können wir hier ein Kräftedreieck malen. Und dieses Kräftedreieck, das sieht eben genau so aus. Diese Kraft plus diese Kraft ergibt als Vektor sozusagen diese Kraft hier. Das ist diese vektorielle Zerlegung oder die Addition von Kräften, weißt du? So, aber wie dem auch sei, jetzt muss ich natürlich Folgendes tun. Wenn ich mir dieses Dreieck hier oben rausmale, das werde ich jetzt mal machen. Ich werde mir die, also verstanden, was ich hier an diesem Punkt gemacht habe? Also, Ja, ungefähr ja, so. ungefähr. Also, wenn das jetzt so ganz neu ist, kann man das nicht sofort begreifen. Das geht einfach nicht. Aber eins ist mal klar. Ich weiß, dass hier die Kraft zieht und diese Kraft drückt auch in dieser Richtung. Und ich weiß, dass hier vorne ein Seil nach oben hängen muss, damit es genau diese Kraftgröße gibt und beide Kräfte zusammen. Das soll heißen, wenn ich diese Kraft nehmen würde und so rüberschieben würde, dann könnte ich sie auch hierhin tun und könnte sie sozusagen hier jetzt vektoriell addieren. Und jetzt kann ich also sozusagen ein Krafteck malen. Und ich nehme mir gewissermaßen dieses Krafteck, das ich hier jetzt hier schon reingemalt habe. Es ist eigentlich scheißegal, welches ich nehme. Ich könnte auch das hier oben nehmen. Das ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein Rechteck, das in der Mitte aufgeschnitten ist, ne? Könnte auch ein Quadrat sein. Das hängt jetzt natürlich, weil ein Quadrat wäre es im Übrigen genau dann, wenn es 45 Grad wäre, ne? Nochmal bitte. Ein Quadrat wäre es, wenn dieser Winkel genau 45 Grad wäre. Dann sage ich mal, dann wird meine Gehwegplatte in der Mitte aufgeschnitten, ne? Ja, Okay. ungefähr. So, also, ich male es nochmal hin. Dieses hier ist die eine Kraftkomponente, die hier nach oben geht, und das ist mein FY. Ja? Von dem weiß ich schon, dass das Ding 1000 hat. So, jetzt male ich jetzt irgendwie die Kraft nochmal hier FD in dieser Richtung hin. Dieses FD, das interessiert mich aber eigentlich gar nicht. Und er sagt mir, ich brauche dieses FS. Einverstanden? So, FS. Das ist mein Fragezeichen. Das schreibe ich mir noch mal immer so hin. Den Winkel Alpha kenne ich, ne? So, Winkel Alpha kenne ich. Ja, und jetzt geht das Spielchen los. 90 Grad ist das hier auch, ja? Weil die hier oben ja senkrecht aufeinander stehen. So, und jetzt geht es her, wo ich sage, jetzt beginnt mein Algorithmus. Wo ist A, wo ist B, wo ist C? So, und da würde ich Sie mal bitten, mir mal in die Feder zu diktieren, welche Kraft jetzt geometrisch der Seitenlänge A zum Beispiel entspricht oder was auch immer. Ja, A ist bei FY. Richtig. Also das wäre A. Super. Genau. Ja. Gegenüber, wo FS haben, ist C. Das wäre C. Absolut korrekt. Und unten dann halt B. Das B, alles klar. Damit haben wir im Prinzip alles, was wir brauchen, ne? Jetzt kann man also sagen, was kenne ich also? Ich kenne FY. Ich kenne Alpha. FS ist mein Fragezeichen. Also brauche ich eine Winkelfunktion, in der A und C drin stecken. Richtig?
Ja. Ich gehe in meinen Suchalgorithmus. A und C ist der. A und C ist die Sinus Alpha. Perfekt. So, also Sinus Alpha ist dann nichts anderes als, was will er denn hier jetzt von mir? Irgendwas A von durch C, und ich schreibe es einfach dann ja. mal hin. Also wir können sie, also manchmal übersetze ich das schon gleich und sage, oh, was soll ich mich hier lange mit befassen? Aber A durch C Ja. steht ja hier in der Tabelle drin. Ich brauche jetzt nur noch die Werte zuordnen, ist also FY geteilt durch FS. FS ist mein Fragezeichen, und dann kann ich diese Formel umstellen nach FS, richtig? Ja, Das machen Sie mal. denken. Da will ich jetzt mal warten, ob Sie das hinkriegen. Also erstmal Fragezeichen, ne? Dann haben wir, wenn ich wieder aber dann haben wir FY durch Alpha. Genau. Also das heißt im Klartext, für mich bringe ich das auf die andere Seite, das andere auch, und dann bleibt über Genau. FY geteilt durch Sinus Alpha. Und das kann ich natürlich sofort einsetzen. Weil das ist FY ist ja logischerweise die 1000 Newton, die ich eben schon hatte, Ja. geteilt durch Sinus von dem 36,87 Grad. Und dann versuche ich mal, meinen Taschenrechner hier nochmal zu aktivieren. On and off. 1000. So, und jetzt habe ich das natürlich nicht abgespeichert, sondern muss wirklich so rechnen, wie ich es da schreibe. Ja. Geteilt durch 36,87 2 n Sinus gleich. Und dann sind das bei mir wie viel? Hier hat er dann die Zehntel, Nummer 16, oder haben wir Na, welchen Taschenrechner haben Sie Ja, denn? ich habe den Casio, den FX. Ja, den haben die alle. Den scheinen die alle für wenig Geld zu lieben, ne? Ja, genau. Also da musst du, glaube ich, so eintippen, wie du dann also das da auch re rechnen willst. Dann meine ich 1000 geteilt durch Sinus 36,87, Ach, sieben. und dann ist es schon gleich, ne? Ja, genau. Dann, ja, 1000 habe ich genauso drauf. Super. So, das heißt, die erste Aufgabe A haben wir voll gelöst, ne? Jetzt. Wir haben damit 1000 rechnen. Können wir das so lassen? Dann haben wir mit 1000 gerechnet, haben mit 2000. Ja, diese 1000 waren ja gewissermaßen, die haben wir uns ja ausgerechnet aus dieser Gleichgewichtsbedingung, wo wir gesagt haben, die 1000 sind die Kraft, die hier nach oben wirken müssen, und zwar zweimal, damit Fg sozusagen aufgefangen wird. Ja. Und darum hatten wir hier das FY mit 1000 hingeschrieben. Ja? Und nachher, wenn ich das einmal so mache, dann gucke ich nur noch, was hast du denn hier jetzt bitte schön für FY raus, und dann ist das 1000, und dann brauche ich eigentlich nicht mehr nachdenken, weil das da ist praktisch das Zwischenergebnis. Ne? Okay. So, und dann weiß ich immer nicht, ob man hier in der Prüfung schreiben muss 6,6 oder 6, so wie ich es jetzt gerade mache, aber ich werde in meinem praktischen Leben das nicht mehr ändern. Wenn du willst, du schreibst es mit 6,66 hin und fertig ist, ne? Dann ist das vielleicht die bessere Variante. So, und das war die Lösung A, ne? Ja. Zu A. Das haben wir also fertig. Gut, also wenn du so wolltest, könnte man ja nochmal sagen, gut, wie groß ist das FD? Mal als Zusatzaufgabe, wenn die gesagt hätten, komm, ich will aber auch wissen, wie groß die Druckkraft da jetzt in diesem Material ist, ob der das überhaupt halten kann und tragen kann. Also Zusatz. Gut. Doppelpunkt FD gleich Fragezeichen. Dann rechne mal, da würde ich jetzt mal sagen, versuch's mal alleine. Ja, Weil
Ja? Ja, ich halte mal jetzt die Klappe und lass dich mal machen. Alles klar. Okay. Dann nehmen wir den Tangens Alpha. Im Prinzip können wir den Tangens nehmen, dann hast du A und B. Aber wenn wir jetzt Genau. wissen, wie groß C ist, könntest du natürlich auch C und B nehmen. Eigentlich kannst du nehmen, was immer du willst. Es muss nur irgendwas dabei rauskommen, ne? Ja, ich wäre jetzt weitergegangen mit Tangens Ich Alpha. auch. Also ich schreibe mal mit hin und sage, alles klar. Tangens Okay. Alpha ist jetzt A durch B. Das Genau, wäre dann also. würde ich. Dann wäre das nämlich FY durch FD. Perfekt. So, und jetzt suche ich FD, also das alte Spiel wie immer. Genau, dann würde ich FD ist gleich FY durch Tangens Alpha. Ja, dann einsetzen. Gut. 1000 Newton. Jo, mach. 1000 Newton. Ja. Ja, schreib, tipp mal ein. Ich tippe das mal ein, 1000 Newton. Warum jetzt? Keine Frage. Der Newton wird durch 7. Haben wir 1333. Ach so. Ich muss auch mal irgendwann auf gleich drücken. Guck mal, da habe ich mich natürlich voll verschrieben hier. Denn der Tangens ist 0,75, ne? Ja. Ich würde es schon gut finden, wenn wir dann hier auch richtige Zahlen reinschreiben, sag ich mal. Das wären dann 1333, das habe ich auch aus. Komma 3, ne? Und so weiter. Ja, Newton. genau. So, dann haben wir damit schon mal die Druckkraft auch. Falls sie dann irgendwie gefragt werden könnte, ne? Ja, perfekt. So, und jetzt, damit wäre also A, also mehr als zweimal sozusagen abgearbeitet. Und jetzt kämen wir die Frage zu B. Ich glaube, die haben wir eigentlich im Grunde genommen schon so gut wie beantwortet. Da wäre die Frage, wie verändert sich die Zugkraft, wenn ein längeres Seil verwendet wird? Begründen Sie Ihre Antwort. Okay, und 6 Punkte, das muss man natürlich schon mal sagen. Und da jetzt eine schlaue Begründung dazu zu finden, ich finde das nicht so ganz einfach. Also, Ja, ich hätte sag mal. jetzt gesagt, der Winkel Alpha vergrößert sich. Ja, warte, ich schreibe mal eben mit. Also Ja. Alpha wird größer. Das hätte ich auch genau gesagt. Ja. Alpha wird größer. Mit dem Kopf überlegen. Alpha wird größer. Und die Kraft verringert sich? Ja, richtig. Also Alpha wird größer und daraus folgt FS kleiner, ne? Ja. So ist es, ne? Und wenn man Ja. jetzt mal ganz bösartig spricht, dann kann man sagen, naja, wenn das Seil unendlich lang ist, dann ist es ja praktisch wie senkrecht nach oben, ne? Also mein Satz wäre gewesen, Ja. Alpha wird größer, FS wird kleiner und strebt gegen FY bei unendlich langem Seil. Aber so eine Antwort wollen die da garantiert nicht hören. Das ist dann immer so Ja. meine. So, das ist doch super. Also eigentlich im Grunde genommen ist das eigentlich doch auch schon. Aber jetzt warum? Warum ist das so? Nochmal, warum ja, die Kraft kleiner wird? Ne, weil der Sinus da eine Rolle spielt. Ne? Guck mal, wir rechnen ja die Ja. Kraft aus und dann können wir natürlich Ja. sagen, der Sinus, der wird dann entsprechend, aber ich glaube, ich würde es einfach so lassen, oder? Also Alpha wird größer, FS kleiner. Ja. Also wenn der hier größer werden würde, der Winkel. Aber stimmt das überhaupt, was wir eben hier geschrieben haben? Ja. Ja. Manchmal, ne, um diese Zeit fange ich auch schon manchmal an, Gedanken irgendwie fehlzutragen. Wenn das Ding hier, also, und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn dieses Seil länger wird, dann wird Ja. es ja weiter runterhängen, ne? Genau, Und dann wird das der wäre Winkel auch Alpha, das besser. kann ich so richtig mit dem Stab zeigen, wird größer. Und wenn der Winkel hier größer wird, dann wird dieser Wert immer kleiner. Das heißt also, wenn der Winkel größer wird, wird Sinus
auch größer eigentlich, ne? Sinus wird größer. So. So, Ausrufungszeichen. Und wenn der Sinus immer größer wird, na, dann ist logischerweise Fs immer kleiner, ne? Wenn der Zahlenwert hier immer größer wird, er strebt gegen 1 im Übrigen. Ich weiß nicht, da habt ihr, hat er euch da mal in Mathematik so die ganzen Winkelfunktionen da so hingemalt, wie die verlaufen und so? Nee. Dann lass es weg. Also, Weil es ist nee, eigentlich, im Grunde genommen kann man sich hier ja jetzt auch wirklich akademisch mit auseinandersetzen. Also ich würde sagen, das wäre zu B ausreichend und damit muss man leben, ne? So ganz einfach. ja. So, damit haben wir eben gerade mal, ich gucke auf die Uhr, rund 40 Minuten haben wir eine Aufgabe so durchgearbeitet. So, und so in der Art, wie wir das hier gerade gemacht haben, könnten sozusagen unsere Unterrichtsphasen aussehen. Und